Hallo ihr Lieben, wir sind heute mal wieder live auf meiner Fanpage und ich habe einen sehr, sehr spannenden Gast dabei. Der Gordon Schönwälder wird uns heute ein bisschen was zum Podcasten erzählen. Ich weiß, nicht Facebook, aber ich habe, wie gesagt, ich habe es angekündigt, das ist so ein bisschen dem geschuldet, dass ich ja auch nun bald meinen Podcast starten werde. Und dementsprechend habe ich mir gedacht, kann ich euch natürlich auch ein bisschen was zu dem Thema erzählen und lerne dabei selber gleich noch ein bisschen was dazu. Und ich dachte, deswegen laden wir den Gordon mal ein. Lieber Gordon, erzähl doch mal, wer dich noch nicht kennt. Was machst du denn eigentlich Schönes? Tja, was mache ich eigentlich Schönes? Also im Moment bin ich gefühlt hauptsächlich Vater eines Kleinkindes, das gerade 3 wird und sehr viel Aufmerksamkeit fordert. Ich glaube, falls man das im Hintergrund hört, dann tut mir das leid. Es ist halt gerade Bettzeit. Ja, was mache ich sonst? Wenn ich jetzt nicht gerade Familienvater bin, dann bin ich als Podcaster unterwegs und da habe ich vor Jahren, vor 2014 war es, aus der Not heraus ein Projekt geboren mit dem scheinbar einzigen, was ich ganz gut kann, nämlich Podcasting. Und ja, aus diesem Projekt ist dann irgendwann ein waschechtes Business geworden, mit dem ich halt jetzt Vollzeit selbstständig bin und Unternehmen und Unternehmern zeige, wie man mit dem Podcast die richtigen Leute automatisch anzieht. So, und das mache ich so den ganzen Tag. Habe ich so diverse Podcast-Shows am Start und ja, bin recht viel vorm Mikro und ja, freue mich immer gute Shows in die Welt zu bringen. Unter anderem freue ich mich auch sehr auf deine Show, liebe Katrin. Ja, es ist ein langes Projekt. Ich habe im August, oder Gordon, habe ich deinen Kurs angefangen? Nee, Oder früher. was? Na Mist. Ich glaube, im August wollte ich starten damals schon. Ich Es glaube, kann so war sein. das. Also der Launch war, also der 2016. Start war, glaube ich, April. Okay, siehst du mal. Oder ja, also irgendwie April, Mai. Also es ist auf jeden Fall schon ein bisschen her. Genau, also das Projekt gibt es bei mir schon länger. Irgendwas kam immer irgendwie dazwischen. Deswegen heute so ein bisschen möchte ich gern darauf eingehen. Podcasten war ein Riesending in den USA. Und ich habe es ja auch schon angekündigt. Ich war jetzt in San Diego im März bei der Social Media Marketing World und Podcasten hatte einen eigenen Track. Einer von 10 Tracks war Podcasten. Und das hat mir schon mal so ein bisschen gezeigt, wow. Crazy. Ich glaube, Snapchat gab es insgesamt nur 2 Vorträge oder so, also echt nicht so viel. Und Podcaster hatte echt 3 Tage lang immer irgendwelche Themen. Und das fand ich extrem spannend, habe mir auch einige angehört, weil ich einfach sehe und ich merke das an meinem eigenen Konsum. Ja, wenn man Podcasts hört, ich höre sie fast immer von Anfang bis komplett zum Ende durch. Ja, und das ist total cool von der Aufmerksamkeitsspanne. Kenne ich kaum ein Medium, was so gut funktioniert. Blogs lese ich irgendwie nur die Überschriften. Bei Videos schalte ich vielleicht mal rein, wenn es live ist. Eventuell bleibe ich ein bisschen länger hängen. Aber bis zum Ende, selten. Auch normale Videos, die ich hochlade, so gut wie nie. Deswegen, also wenn ich jetzt an meinen Konsum denke, und da könnt ihr jetzt Zuschauer, würde ich mal mich interessieren, wie ihr das macht, wie ist es so, eure Aufmerksamkeitsspanne bei Podcasts, vielleicht auch bei anderen Medien, weil ich einfach sehe, was da für ein extremes Potenzial ist, wenn man mit den Hörern auch irgendwie ein Vertrauen aufbauen möchte. Das ist so mein Ziel eigentlich und deswegen will ich eigentlich auch den Podcast machen. Bin ich Welche sehr Gründe gespannt. hast du noch? Welche Gründe hast du noch, Gordon, dass man einen Podcast machen sollte? Was mich nämlich immer zum Beispiel interessiert, ich glaube, für mich wird es nicht so sehr schwer sein, auch Hörer zu gewinnen. Ich habe meine Community schon. Was ist jetzt mit den Leuten, die noch wirklich gar keine Community haben? Ist Podcasten ein Medium, mit dem man starten kann? Also wo man wirklich einsteigen kann, um eine Community aufzubauen? Ja, da hast du mich ja direkt auf dem richtigen Fuß erwischt. Also ich bin ja ein totaler Podcast-Nerd, das gebe ich zu, aber ich würde niemandem empfehlen, mit dem Podcast zu starten, bevor ein Blog da ist. So, Ja, weil absolut. Podcast ist halt ein Teil des Content-Marketing-Mixes. So, und alle Satelliten, also Social Media, Facebook, Snapchat, meinetwegen, YouTube-Kanal, alles bündelt sich irgendwie im Blog. Und wenn ich keinen vernünftigen Blog habe, also auch nichts, wo ich jetzt
meine Leute hinschicken kann, damit sie sich in Verteile eintragen und so weiter, dann ist der Podcast schön und gut, aber er erfüllt seinen Marketingzweck nicht. Deswegen würde ich erst einen Blog starten und dann einen Podcast. Man kann mit beidem zusammen anfangen, aber man sollte auf jeden Fall zum Podcast-Start auch einen Blog da haben, damit man die Leute irgendwo hinschicken kann. Zum Blog dazu vielleicht noch, also Blog das eine, aber dann eben auch das Formular, ja, Newsletter-Leute einsammeln. Genau. Das gehört für mich dazu, aber es jetzt einfach nochmal so als Verständnis, ist ja wirklich in dem Trichter und so sehe ich das ja auch immer. Bei mir ist ja Facebook dann immer das, was dann oben reinstopft, um die Leute dann auf den Blog zu kriegen und dann letztendlich in die E-Mail-Liste. Und der Podcast wäre eben ein anderes Medium, parallel zu Facebook oder als Alternative, wie auch immer. Genau. Und was du schon gesagt hast, es ist ein 1A-Medium, um Vertrauen aufzubauen und zu zeigen, hey, ist das überhaupt jemand, der hält, was er verspricht? So, ist ja schön und gut, man kann sich ja vieles anlesen, aber wenn ich jemandem mein Ohr schenke und wirklich die ganze Aufmerksamkeit liegt auf dem gesprochenen Wort, dann höre ich, das muss ich noch nicht mal bewusst merken oder wahrnehmen, aber ich bekomme mit, ob derjenige weiß, wovon er spricht oder nicht. So. Ja, das denke ich auch. Das ist einfach, hat auch nochmal den Vorteil gegenüber dem Video, dass ich einfach unterwegs sein kann. Ich kann mit dem Kind spazieren gehen, ich kann beim Sport sein, ich kann Rasen mähen, ich kann, wie ich jetzt die letzte Woche habe, ich kann den Rasen vertikutieren, weil man nicht alles tut. Und dann kann man dabei Podcasts hören. So. Und man bekommt spitz, ob derjenige, der einem da was erzählt, Ahnung hat. Ne? Und das finde ich total faszinierend. Und die meisten, die jetzt mit dem Podcast draußen sind, die begeben sich auf eine Bühne und bekommen dann automatisch auch so einen Expertenstatus, weil sie sich eben auf eine Bühne stellen mit einem Podcast. Und wenn man da nicht viel Mist verzapft und einigermaßen weiß, wovon man spricht, dann wird man auch die Autorität oder der Experte oder der Fachmann, die Fachfrau, die man sein möchte. Also thematisch, ich kann das ja auch schon mal ein bisschen vorerzählen. In meinem Podcast wird es auch immer eine Story oder irgendwie irgendwas Wissenswertes von meinem persönlichen Leben geben. Yeah. Ich habe ja so einiges zu erzählen. Das heißt, damit dann vielleicht auch nochmal irgendwie zu zeigen, wer man überhaupt ist, weil ich weiß, so hinter den Kulissen sieht das natürlich immer ganz anders aus. Ja, es ist jetzt hier auch nur eine Leinwand hinter mir, ne? Dass man einfach mal so ein bisschen was von sich preisgibt und die Expertise zeigt, das ist das. Ab und dann mache ich mal so Hörertreffen und dann kommen Menschen zu mir und sagen, hey Gordon, ist das nicht irgendwie komisch, dass wir was von dir wissen und du so gar nicht? Und fragen mich dann, hey, wie geht's Ida? Hatte die ihren Wachstumsschub jetzt, hast du ihn hinter sich gebracht? Und ich habe das irgendwie im Podcast gehört. Und dann fühlt man sofort eine Verbindung. Hey, ich bin auch Vater, ich hätte das auch vor 10 Jahren irgendwie. Und da ist sofort eine Verbindung da. Sobald man anfängt, auch Persönliches, nichts Intimes, ne, aber Persönliches kann man schon erzählen. Ne? Also da will dieses Medium ja auch gar keine Perfektion haben. Ne? Das ist ja das Schöne am Podcasting. Das ist ja so schön roh. Ne? Da gibt's also auch so ein bisschen Outlaw-Land. So. Da gibt's keine Regeln, kein Algorithmus, gar nichts. Ne? Da kann man sich noch austoben. Was ist denn wichtig beim Podcasten? Weil das ist halt das, was mich aufgehalten hat. Was mich extrem aufgehalten hat, ist zum einen diese Regelmäßigkeit. Ich bin extrem gut darin, Content zu erstellen, nur nach meinem Zeitplan und nicht nach einem vorgegebenen Zeitplan. Was ist nun mal so beim Podcasten? iTunes mag es gerne regelmäßig. Ja. Und deswegen, ja, wie ist das? Dann lass mich doch diesen konkreten Fall einfach mal aufgreifen. Also angenommen, da ist jetzt jemand, der ist recht busy und auch, ne, so, du hast jetzt auch deine Reichweite, du hast deine Aufgaben, du bist auch noch Mama nebenher und hast viel zu tun und du merkst, wow, ich kreiere gerne Inhalte, aber in meinem Tempo. Dann mach es wie Michael Hyatt und produziere. Seine Tochter, ne? Ja, und produziere in Serien, in Staffeln. Okay. Also zum Beispiel von Januar bis Februar gibt es Staffel 1. Mhm. Von März bis April, beziehungsweise vom April bis Mai gibt es Staffel 2 und du hast den ganzen März frei zum Beispiel. Und du kannst so produzieren, wie es dir liegt und befeuerst dann jede neue Staffel nochmal vielleicht ein bisschen mit Facebook-Ads oder sowas
und dann verlierst du kein Ranking. Es wird vielleicht ein bisschen weniger werden, wenn du nicht komplett regelmäßig produzierst. Ja. Aber ich sehe gerade den Blick nach links, dass du dass ich dich ein bisschen angefixt habe mit dem Thema. Ich hatte Staffeln schon mal auf meinem Zettel. Ich habe ein ganzes Buch zum Thema Podcast mittlerweile mit Notizen und habe mich jetzt dafür entschieden, 2 wöchentlich zu machen, weil wöchentlich für mich einfach, ne, wie du auch schon sagst, Familie und Co. Ja. Klar kann man vorproduzieren, es ist egal. Für mich trotzdem immer noch, ich will ja auch hochwertigen Content erstellen, schon eine Hausnummer, wirklich einmal die Woche einen 40-minütigen Podcast hinzuhauen mit exklusivem Content. Ja. Daher habe ich jetzt gesagt, 2 wöchentlich, um einfach für mich auch zu sagen, ich würde auch gerne, dass jeder alle meine Podcasts hört, den es interessiert, dass er es schafft. Mhm. Ich höre auch sehr wenige Podcasts, wo ich alle durchhöre. Von Anfang bis Ende, die wirklich so gut sind, dass ich mir alles antue. Und auch da merke ich, wenn es einmal die Woche kommt, dass ich schon kaum hinterherkomme. So vom Konsum her. Sicherlich gibt es da andere Vorlieben, aber. Du kannst mal ein bisschen tricksen. Also wenn du den Anspruch hast, wirklich 2-mal im Monat mit 40 Minuten rauszugehen, dann kannst du da auch in der anderen Woche eine Ask Katrin Episode reinbringen, die nur 5 Minuten dauert, wo du eine Hörerfrage stellst oder dir vielleicht sogar einsprechen lässt über Speakpipe, dann spricht dir jemand eine Nachricht, du schneidest die in die Episode und beantwortest sie danach. So ein bisschen wie Ask Pat oder Ask Amy oder Ask Gary V. Und hast dann jede Woche Content, auch hochwertigen, weil du eine konkrete Frage beantwortest. Du hast Partizipation, die Leute sind mit am Start. Die Community wird einbezogen und du hast jede Woche Content. Das finde ich richtig gut. Und das Thema generell hat jetzt ganz viele angefixt. Wir waren in den USA, war ich ja nicht alleine. Ich war mit meinem Coach und mit ihrer Mastermind quasi, mit meiner VIP. Also wir waren 4 Mädels. Und wir sind alle nach Hause gegangen mit Ziel, wir machen einen Podcast. Und ich bin die Einzige, die hingefahren ist schon mit dem Ziel, ich mache einen Podcast. Heißt, alle, die 3 anderen sind total angefixt gewesen auf dieses Thema, weil sie von John Lee Dumas, seine Frau, also Kate, hat einen Vortrag gehalten, wie sie ihren Podcast macht. Und sie hat angefangen, indem sie ihre Blogbeiträge eingesprochen hat. Ja, also Blogbeiträge eingesprochen und teilweise auch Videos verwendet hat, wo sie einfach dann die Audiospur verwendet hat. Und diese Realität, dass man ja verschiedene alte Informationen, die man schon hat, wiederverwenden kann für einen Podcast und nicht komplett immer neu umdenken muss, fand ich halt auch extrem spannend. Und das macht es irgendwie machbar, ne? Dass man ein bisschen greifbarer quasi. Total, ja. Also das gerade das Vertonen der Blogbeiträge ist ein probates Mittel. Ja. Ich erlebe immer wieder, wenn ich sowas mache, dass ich irgendwas schreibe und möchte dazu eine Episode machen, dann fallen mir beim Sprechen immer viel mehr Dinge noch ein, als ich geschrieben habe. Und so ist die Audio-Variante immer die erweiterte, lebendigere Version von dem, was ich geschrieben habe. Und total gut. Ne? Wie würdest du das machen, wenn ich das jetzt tun würde, ganz mal hypothetisch gesehen, würdest du dann den Beitrag einfach ein bisschen aktualisieren, also den alten Blogbeitrag aktualisieren, vielleicht vom Datum nochmal wieder neu hochholen und dann die Audiospur da einfach drüber legen? Nee, ich glaube, Google mag das nicht, wenn man das Datum nachträglich ändert von Blogbeiträgen. Was ich machen würde, wäre vielleicht die Shownotes zu schreiben und einen Querlink oder einen internen Link zu setzen auf den originalen Blogbeitrag. Ja, ist halt wieder doppelte Arbeit. Ich mache das ganz gerne mit dem Datum. Und das kommt sehr gut an. Also gerade bei Themen, wo man jetzt sagt, zum Beispiel, ich habe ja 2 Facebook-Seiten, wie man die zusammenführt. Ändert sich ständig, die ganzen Links ändern sich ständig. Und da habe ich dann im Titel dahinter aktualisiert, geschrieben, also richtig aktualisiert und habe das Datum auch geändert. Also Google liebt diesen Beitrag. Also okay, das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Also es macht jetzt für Google nichts. Ich hätte jetzt befürchtet, dass Google das irgendwie... 50% meines Traffics kommen über diesen einen Beitrag. Okay, dann streich alles ab, hallo, was ich gesagt habe. Muss halt gut der Content sein, ne? Und du musst regelmäßig Leute da reinkriegen und der Titel muss stimmen, ein bisschen SEO-optimiert muss das Ganze sein und dann passt das auch. Plus, dann ich habe auch keine anderen Beiträge mit diesem Thema, also es gibt wenige. Ja, dann kann man es dann auch echt machen. Ich würde gerne nochmal einhaken, als du gesagt hast, irgendwelche Videos dann davon zu nehmen. Ich mache das gerne mit Facebook Live, dass ich mich hinstelle. Ich habe dann das Mikrofon auch hier, nehme ich dann nochmal separat nochmal mit der vernünftigen Software auf, dass ich die Stimme ganz gut aufnehmen kann und nicht das runterkomprimierte von Facebook nehme.
Ja. Und dann nehme ich diese Tonspur, schicke die meinem Transkribator. Ich kriege dann einen Text davon. Und dann habe ich dann mit einem Facebook Live, mit einer Facebook Live Session drei Kanäle bespielt. Nämlich einmal Facebook selber, die Tonspur für den, ja, den Podcast, genau. Und ich habe dann noch ein Transkript, was ich anbieten kann, was voller Keywords ist im Endeffekt. Und wenn ich von der Tonspur, ist jetzt nicht optimal, aber wenn ich jetzt irgendwie die Tonspur nehme, packe dann ein Standbild drüber und habe ich auch noch ein Video für YouTube. Oder ich nehme sogar das Originalvideo, Facebook Live-Video geht ja auch. Dann habe ich sogar vier Kanäle bespielt. Kann irgendwie noch ein Snippet davon bei Instagram reinposten und habe dann mit einem Facebook Live-Stream direkt eine Menge Kanäle bespielt. Und genau. Das ist eine ziemlich coole Sache. Finde ich super. Werde ich auch so machen übrigens. Ja, finde ich nicht von Anfang an. Also ich glaube, ich brauche erstmal so ein bisschen diese Routine in das ganze Thema. Aber das wird bei mir dann auch so sein. Was ja auch kommen wird, bei uns ist es noch nicht so ganz angekommen, ist Facebook Audio Live. Also das heißt ohne Video. Funktioniert auch super schon in den USA. Ich durfte testen, als ich da war. Also das ist auch sicherlich nochmal ein Medium, was man dann ganz gut verwenden kann. Was, wo wir jetzt gerade dabei sind mit Facebook Audio, wie ist es denn so von der Ablenkbarkeit? Weil ich glaube, dass Facebook Live als Video funktioniert und die Aufmerksamkeit dann durch das Gesicht einfach auch ein bisschen mehr gehalten wird. Ich weiß nicht, wie es mit Audio ist. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Für mich ist es nicht. Aber ich habe das jetzt gesehen bei der Social Media Examiner, der Podcast, also die auch die Konferenz organisiert haben. Die machen das so, dass sie den Podcast veröffentlichen. Und dann, ich glaube dienstags, ich weiß gar nicht mehr welchen Tag, aber Freitag drauf, spielen sie den Podcast komplett so nochmal ab auf ihrer Fanpage und nur mit einem Standbild. Und die Leute dürfen währenddessen eben nochmal kostenlos Fragen dazu stellen. Also kostenlos. Ja. Also da ist jemand dann dabei, der diese Stunde lang dann da die Fragen beantwortet. Und das funktioniert sehr gut. Ich meine, die haben natürlich eine riesen Community, ne? Das ist keine Frage, Aber auch das muss ja erstmal wachsen. So, das wird ja auch von Anfang an nicht da sein. Ja. Und genau. Ja, cool. Sehr schön. Also das fand ich jetzt schon mal von der Idee sehr gut. Ich weiß, der Aufwand ist ja immer sehr hoch. Deswegen, also ich bin sehr, sehr froh, dass ich deinen Kurs gemacht habe. Sonst hätte ich, glaube ich, vor einem großen Fragezeichen gestanden. Ich glaube, es geht dann letztendlich nur darum, regelmäßig Content zu erstellen. Ich weiß ja, Ulrike zum Beispiel hat bei dir den Kurs gemacht und hat dann jeden Tag einen Podcast veröffentlicht beispielsweise. Mhm. Und das jetzt schon über einen sehr langen Zeitraum, also ich weiß nicht, ein halbes Jahr, glaube ich, und jetzt ist sie auf dreimal die Woche gegangen. Man sieht also, wenn man gut plant und auch im Voraus viel vorproduziert, dann ist das alles möglich. Ja, also man muss sich da nicht, ich glaube, ich mache es mir wahrscheinlich zu kompliziert, dass ich zu viel auf einmal machen will oder so. Ich vermute auch, ja. Ja. Genau. Also wenn ihr jetzt definitiv hier Fragen habt, ne, ihr könnt den Gordon hier löchern. Ich plaudere jetzt nur mit ihm, weil ich ja auch so ein paar Fragen habe, deswegen quetsche ich ihn aus. Ja. Was auf jeden Fall, das kann ich schon mal erwähnen, der Gordon startet seinen Kurs jetzt wieder neu. Also wer jetzt Interesse hat, der kann da gerne mal nachschauen. Ich poste gleich auch nochmal den Link zu der Seite. Wie ist das denn, Gordon? Wenn man den Podcast machen will, muss man sein Thema kennen? Muss man wissen, was man genau machen will? Ja, wenn man das nicht so machen will wie ich am Anfang, dann sollte man das tun. Ja, also ich glaube, dass ich mittlerweile ein echt guter Podcast-Berater und Coach bin. Nicht, weil ich von Anfang an Glück hatte, sondern weil ich echt einige Male auf die Fresse gefallen bin, was Podcasts angeht. Und ein Kardinalfehler, den ich leider 2-3 Mal gemacht habe, war, dass ich meine Zielgruppe nicht genau kannte. Und wenn man die nicht kennt, dann ist es so wie bei allen Kanälen, sobald ich nicht weiß, was meine Zielgruppe nachts wach hält, habe ich meinen Job nicht gemacht. Dann kenne ich meinen Avatar noch nicht gut genug. Dann muss ich da erst rangehen. Und was ich auch total faszinierend fand, in deinem Durchgang, wo du dich angemeldet hast, da gab es 2 Teilnehmer, die haben komplett nochmal ihren Avatar überarbeitet. Stimmt. Weil das waren auch dann irgendwie so 2-3 Wochen, die waren so richtig scheiße für die, ne? Wo die gemerkt haben, boah, das ist gar nicht das, was ich will. Und irgendwann kam es zu etwas vollkommen anderem, zu etwas viel Größerem, was viel besser passte. Und also es macht schon Sinn zu wissen, wen man erreichen will. Das sollte schon sein. Definitiv. Ich gehe jetzt mal hier in die Fragen der Teilnehmer. Der Michael fragt,
Und das zeige ich jetzt auch direkt mal an. Wie aufwendig ist es, iTunes einzurichten und die Dinger hochzuladen? Weil MP3 mache ich eh jede Woche für meinen Blog. Es ist eine einmalige Sache. Und das, ja, wie lange dauert das? Also wenn man jetzt komplett neu ist und echt sich gar nicht da einarbeiten kann, dann braucht man da schon einen Tag für. Aber ich gehe jetzt mal von mir aus, wenn ich einen Podcast bei iTunes einreiche, ist das eine Sache von 20 Minuten. Bis man alles so. Wir haben das ja auch auf dem InspiCamp, hast du ja gezeigt, wie schnell das irgendwie alles geht. Wir haben vor Ort den Podcast gemacht, ein Interview hattest du damals gemacht mit Marit und Katrin. Und ich weiß nicht, wir hatten eine Stunde Zeit und du warst fast fertig, wenn die Technik mitgespielt hätte, hättest du es auch geschafft. Genau. Ne? Also, ich glaube, das WLAN oder sowas ist schlecht. Genau, ja, also ich habe das schon ein paar Mal gemacht, auch auf ein paar Konferenzen schon, auf der DNX in Berlin letztes Jahr vor, weiß nicht, 50, 60 Leuten auch nochmal. Da haben wir das innerhalb von einer Stunde gehabt. So. Und dann die Leute kamen rein, die Episode gab es noch nicht und haben dann beim Rausgehen auf ihrem Smartphone eine neue Episode gehabt. Das geht echt fix. Ne? Und man muss es halt einmal einrichten, iTunes, und das muss man halt einmal machen und dann der Rest ist dann auf Autopilot. Ne? Cool, genau. Also ich glaube wirklich wenn man die ersten 5 bis 10 Episoden drin hat, hat man vielleicht sprechlich gesehen noch nicht unbedingt so, dass man jetzt weiß, wie alles funktioniert, aber dann hat man einmal überhaupt diese ganze, dieses Setup fertig, weiß, was man an Schritten machen muss und wenn man sich das dann gut dokumentiert, glaube ich, ist es dann recht easy. Ich glaube, der Anfang ist einfach nur schwer, ne? Das Ganze einrichten, da ist halt dein Kurs dann wieder perfekt. Also ohne deinen Kurs. Genau, also ich hätte es dann komplett abgegeben. Ich hätte dann gesagt, aber ich bin so jemand, der gerne wissen möchte, bei solch einem großen Projekt, wie das alles funktioniert, wie das ineinander hängt, vor allen Dingen auch die Planung zu machen. Redaktionsplan ist ja alles mit drin, von daher absolut sinnvoll. Ja. Es ist natürlich, sind viele Dinge, die man zum ersten Mal macht. Ne? Die meisten oder die wenigsten angehenden Podcaster haben jemals in einem Mikrofon gesprochen. Das ist Hürde Nummer 1. Also wie nehme ich das Ganze auf? Dann ist diese Technikhürde die Frage, so wie mache ich jetzt ein Feed? Wie richte ich das bei iTunes ein? Das ist dann Hürde Nummer 2. Aber das ist gar nicht das Problem. Das ist relativ easy. Was ich viel spannender finde, ist, gute Inhalte zu finden, das Ganze didaktisch aufzubauen und auch strategisch aufzubauen, dass es dann auch ein Marketing-Tool ist und nicht nur Selbstzweck, dass man das halt inhaltlich einigermaßen aufbaut und das sind dann schon die, ja, auch nicht unbedingt jetzt die Riesenhürden, aber das ist dann das, was mehr Zeit frisst im Endeffekt. Also die Leute, die dann einmal durch sind, durch diese beiden Hürden, also Technik und wie mache ich daraus einen Podcast, das ist dann ein Scheinriese, das ist gar nicht so groß. Ich habe jetzt nochmal eine Facebook-Frage, die möchte ich kurz beantworten, weil das natürlich ein spannendes Thema ist. Ja. Ich gucke jetzt mal, wo sind wir denn jetzt hier? Da, Be Live, du siehst das Logo. Ja. Wenn du belive.tv/face eingibst, dann hast du die zwei Personen nebeneinander, wie wir es jetzt gerade. Und ich kann auch, das ist schön, ich kann den Gordon auch rausschmeißen. Jetzt ist der Gordon nämlich raus oder jetzt ist er ganz in der Nase. Ja, genau, also das geht auf jeden Fall. Jetzt sind wir wieder nebeneinander. Also das ist ein schönes Tool, ist auf jeden Fall gerade noch kostenlos in der Beta-Version, wollte ich jetzt einmal kurz sagen. Und wir haben eine Frage von Angelika. Angelika fragt, hallo Gordon, welche Themen laufen bei Podcasts besonders gut? Ich habe das Thema Lernen und Eltern. Was meinst du dazu? Es gibt genauso viel, also großartiges Thema zum Nummer 1. Und es gibt unfassbar viele Themen, die funktionieren. Also angefangen von esoterischen Themen hin über nerdige Techie-Themen hin zu Humor, hin zu Business, also es gibt da, glaube ich, nichts, was es nicht gibt. Ne? Also, ja, das denke ich auch. Siehst du irgendwo eine Nische? Siehst du da? Dann hättest du wahrscheinlich schon einen gestartet, ne? Dieser Nische. Ja. Ich kenne mich hier jetzt auch echt nur in diesem Business-Bereich aus. Ja. Sonst alles andere bin ich nicht der Experte, aber ich glaube, das mit den Nischen ist halt auch irgendwie so ein Ding. Natürlich muss man Nischen haben, damit man erfolgreich ist, aber ich glaube, dass gerade beim Podcast so die Persönlichkeit durchspielt und selbst wenn es schon 5, 6, 7 Podcasts gibt, die in der Nische schon unterwegs sind, heißt es nicht, dass man das nicht auch machen soll, weil man ist. Hey, ich habe eine Nische für euch, Facebook. Es gibt keinen einzigen Podcast über Facebook. Es gibt dann zwar meinen, aber es gibt wirklich, ich finde da echt total, total Potenzial. Also das ist die Nische jetzt hier, Gordon. Ja. Verratst dir. Soll ich morgen, ich starte morgen ein in dem Thema. vor allem ich. Genau. Die Anke hat noch eine Frage. Wenn ich die Tonspur von Videos nutze, muss ich auch beachten,
was ich wie ankündige, das finde ich noch etwas tricky wahrscheinlich. Also ich würde auch sagen, würdest du dann schneiden? Hast du das schon mal so gemacht, dass du ein Video verwendet hast? Oder eben, du machst ja zum Beispiel die Live-Videos, schneidest du dann im Nachhinein oder wie machst du das? Ich schneide sowieso nicht mehr. Das habe ich mir abgewöhnt. Also, da bin ich der absolute Unperfektionist und spare viel Zeit dadurch. Und also ich duze in der Ansprache und damit trickse ich so ein bisschen, dass ich nicht Zuschauer oder Zuhörer sage. Was man nicht tun sollte, und das ist mir auch schon ein paar Mal passiert, dass ich da gestanden habe und habe erzählt, ich halte jetzt hier was hoch. Wenn du jetzt das nur als Podcast hörst, dann siehst du. Und sobald ich das mache, mache ich den Podcast-Hörer zum Konsumenten zweiter Klasse. Und das gehört sich nicht, wie ich finde. Ja. Deswegen sollte man gucken, wenn man etwas zeigen muss in einem Video, dann sollte man das als Video belassen und daraus keinen Podcast machen, weil Podcast-Hörer haben genauso ein Recht, erste Klasse Konsumenten zu sein wie Videozuschauer. Und deswegen dann lieber sagen, okay, dann ist es halt doch keine reinrassige Episode oder ich schneide etwas oder so. Genau. Also ich würde dann auch sagen, generell, wie live wird sich da wunderbar für eignen, wenn man einfach nur das Gesicht sieht. Wenn ich jetzt anfange, den Bildschirm zu teilen, gerade mit meinen technischen Sachen, ich glaube, wenn da jemand nur Ton von mir hat, der weiß überhaupt nicht, wovon ich rede. Deswegen, also da wäre das dann nicht möglich. Aber man kann natürlich auch über Themen sprechen, die dann eher allgemein sind, wo ich dann nicht sage, klicke hier und da. Genau. Genau. Dass man da so drauf eingehen kann. Petras Frage finde ich auch noch ganz witzig. Sie schreibt, meine Zielgruppe bewertet kein iTunes beziehungsweise nutzt es gar nicht. Sie hören es über den Blog oder das Blog. Wie seht ihr das mit den Bewertungen und wie sieht es mit dem Traffic für den Blog aus? Ist das mit dem MP3-Player eine gute Idee? Petra, ohne das jetzt zu kennen, solltest du, dann ist es dein Job, die Leute an iTunes zu gewöhnen, glaube ich. Mach es ihnen schmackhaft. Mach es ihnen schmackhaft, den Podcast unterwegs zu hören. Das kannst du machen, indem du ein, zwei Podcast-Apps per Screenshot zeigst, wie man da Podcasts drauflädt, dass du ihnen das schmackhaft machst, dass sie etwas anderes tun können, außer auf den Bildschirm zu gucken und zu hören, dass sie irgendwas Cooles machen und dir zuhören. Und wenn du dann Bewertungen haben möchtest, dann kannst du auch ein bisschen drum buhlen. So, dann kannst du ein kleines Gewinnspiel machen. Alle Teilnehmer, die bis zum eine Bewertung abgegeben haben, kommen in einen Lostopf und gewinnen das und das und das. Super. Muss jetzt kein iPad sein, aber irgendwas, was zum Thema passt. Also bitte kein iPad. Eben. So, oder auch kein Auto mit einem Schleifchen drum oder so. Also was zum Beispiel geht jetzt, angenommen ich wäre jetzt Podcast-Coach, dann würde ich sagen, wenn du jetzt gewonnen hast, dann gewinnst du von mir das technische Einrichten deines Podcasts im Wert von 120 Euro. Oder dann kriegst du von mir eine Coaching-Stunde oder du kriegst mein Buch oder keine Ahnung was. Und das ist dann ein Anreiz dafür, die Leute dann zum Bewerten zu schicken. So. Ja, und vor allen Dingen kann man es ihnen leicht machen. Also iTunes zum Beispiel, ich bin noch auf Android und habe Beyond Pod, ich habe gerade mal nachgeguckt, wie die App heißt, ist total geil. Kannte ich vorher auch nicht, musste nur ein kleines, kurzes Video sehen, wie die funktioniert. Und dann war ich direkt angefixt und finde den total toll, um meine Podcasts zu abonnieren. Ja, und man muss dann nicht unbedingt mal mit iTunes arbeiten. Für die Bewertung dann schon, klar, das ist auf jeden Fall wichtig, aber zum Konsum, dass die Leute das eben auch unterwegs hören, würde ich auf keinen Fall mit MP3-Player arbeiten. Also du musst schon irgendwie mit einer Podcast-Integration würde ich auf jeden Fall arbeiten, oder Gordon? Was würdest du sagen? Auf jeden Fall, ich nutze iTunes auch nicht. Also ich liebe Mac und auch die Hardware. Die Software und alles, was so in Apps draußen ist von Apple, ist zu 95% der größte Rotz. So. Und deswegen... Das Einzige, was ich von Apple gerne benutze, ist GarageBand und das war es auch schon. Okay. Alles, was ich an Apps nutze für den Podcast oder empfehle, ist nie die Podcast-App von Apple selber, sondern also für iOS, also für Smartphone, also fürs iPhone nutze ich Overcast und noch ein paar andere habe ich ausprobiert. Also das ist komfortabler. Und das Coole ist ja auch, das wäre nochmal so ein Grund, auch nochmal die Leute nochmal zu trainieren, über eine App zu hören, weil die dann automatisch einen Ping bekommen auf ihrem Smartphone, hey, die neue Episode von ist da. So, geil. Und ich denke mir, okay, neue Folge von Katrin, geil, höre ich mir direkt mal an oder wann auch immer ich will.
so on demand halt, so Netflix für Audio. Und ja, das ist total cool. Und das, deswegen, man muss die Leute manchmal so ein bisschen trainieren und auch so ein bisschen erziehen, aber dann irgendwann läuft das schon. Also ich weiß, ich habe mich bei iTunes überhaupt nur angemeldet, weil Gordon mich gezwungen hat. Und zwar in irgendeinem Podcast hat er gesagt, bitte, bitte, bitte gib mir eine Bewertung. Na gut, dann melde ich mich da halt an. Aber das ist, das ist jetzt ein Jahr her oder so, wo ich echt noch nicht auf dem Mac war und gar keine, also iTunes sowieso nicht benutzt habe. Nur für diese Bewertung habe ich nicht. Also wenn ihr das schafft, ja, wenn ihr das schafft mit eurem Podcast, eine Bewertung bekommen, habt ihr es geschafft. Ja, vor einem Jahr, ich war noch sehr bedürftig vor einem Jahr. Ich weiß nicht mehr, was du genau gesagt hast, aber du hast mich dazu gebracht, von daher. Weil vom Zeitaufwand ist ja alles komplett überschaubar, ne? Total, total. Also ich habe auch Videos dazu gemacht auf meiner Seite, da kann man das auch runterladen, die oder einbinden auf der einen Seite, wie man halt eine Apple-ID sicherstellt, ohne irgendwelche Zahlungsinformationen darzulegen oder wie man halt eine Rezension bekommt oder schreibt, da habe ich so Videos gemacht und die kann man, wie gesagt, einbinden bei sich auf der Seite und dann wissen die Leute, wie es geht. Cool, ja, sehr gut, finde ich gut. Und da kann man ja dann auch die Leute dann zu dir schicken, damit sie, damit sie sich alle durchlesen können, wie sie bewerten können letztendlich. Wahrscheinlich. Genau. Ja, wir haben von Max auf jeden Fall schöne Grüße aus New York, sehr cool. Max Frankel? Ja. Der Max Frankel, genau. Ja, schöne Grüße. Er meint, wir würden sehr gut in das Café in der Lower East Side passen, wir zwei. Oh, wenn ich mich erinnere, ich kriege irgendwie immer noch den Geruch von New York und Manhattan in die Nase, wenn ich dran denke. Und das ist ein schönes Gefühl. Also genieß die Zeit, Max. Sehr schön, sehr cool, dass du zuschaust auch vor allen Dingen. Also ich habe jetzt hier erstmal keine Fragen, beziehungsweise habe ich die vielleicht übersehen. Aber Gordon, was hast du denn so für, was sind so die häufigsten Fragen, die du gestellt bekommst zum Podcasten an sich? Okay, also ich habe eine Menge Fragen, die ich immer kriege. So die größten sind so im Bereich, brauche ich ein vernünftiges Mikrofon? Da ist die Antwort eigentlich immer ja, weil es so das Arbeitswerkzeug ist. Guck mal, ich habe jetzt sowas. Ja, kann man machen. Kann man, muss man aber nicht für Interviews jetzt gedacht. Ich wollte eigentlich auf der Konferenz Interviews machen und es hat halt eben so einen Ausgang in zwei Richtungen. Ja, ja. Damit ich das dann auch als Podcast verwenden kann. Noch nicht benutzt. Hätte ich dir das Zoom H2N empfohlen. Das ist das Große, ne? Ja, das ist das hier. Okay. Das ist eigentlich nur so von der Größe her wie so ein Herrenrasierer, wie sagt man, Trockenrasierer. Und macht eine gute Surround-Aufnahme. Mhm. Und also da, irgendwie ein Mikrofon, da würde ich jetzt nicht sparen. So, dafür zahlt man für diese Aufnahmesoftware in der Regel nichts, weil das für den Mac ist eh schon vorinstalliert und für den PC ist es kostenfrei mit Audacity. Und dann ja, gibt's so typische Anfängerhürden, die erste Episode dauert 5 Stunden und dann gibt man auf und das ist auch in der Regel so, ne? Also bis man alles so drin hat und alles geschnitten hat und bla. Aber so lange wird's nie wieder dauern, ne? Also das ist eine absolut krass steile Lernkurve beim Podcasting und innerhalb von 3-4 Episoden ist man schon richtig gut dabei. Ich empfehle auch immer, nicht zu viel zu schneiden. Mhm. Also Irms und Gedankenpausen auch mal drin zu lassen, weil das menschlich ist. Ne? Das menschelt einfach und das soll auch ein menschliches Hörerlebnis sein. Ne? Und wenn ich jetzt so ganz klinisch wie so ein Roboter ohne Füllwörter und Irms spreche und dann denken Leute, okay, ich buche den Schönwälder mal und dann merken die, wie spricht denn der? Das ist dann nicht so cool. Das Coole ist, dass Podcasts so eine krasse Filterfunktion haben. Also die Leute lernen dich kennen und der Podcast filtert wie nichts Gutes. So, die wissen, okay, der ist sympathisch, bleibe ich dabei oder der ist nichts für mich, ich gehe weiter. Ne? Und die dann kommen, die einen buchen, die sind dann in der Regel auch total passend. Also ich habe, ich würde sagen, zu 95% die richtigen Kunden, die vorgebildet sind, die wissen, was geht, die kommen mit ganz klaren Aufträgen zu mir, haben meinen Podcast und sagen, oh, ich brauche das und das und das. Da sind wir auch nach 2 Stunden fertig. Dann verdiene ich vielleicht nicht so viel wie mit kompletten Rookies, aber dafür sind die zufrieden, empfehlen mich weiter. Und so ist es ein ewiger Kreislauf, bestenfalls. Cool. Und ich sage dann auch immer, die sollen nicht mich empfehlen, die sollen meinen Podcast empfehlen, damit die nicht direkt zu mir kommen, sondern erstmal durch den Podcast durch müssen, sich so ein bisschen vorzubilden, dass die, ne, wenn die zu mir kommen, auch wissen, was sie wollen. Das ist so eine,
manche legen mir das so als Arroganz aus, aber ich arbeite lieber so. Ne? Das, da muss ich mich nicht nur irgendwie beweisen, ich mag so Akquise nicht so gerne. Ne? Ja. Und das ist einfach ein ziemlich cooles Gefühl. Die Elke fragt da gerade noch parallel, das könnte man vielleicht direkt mit aufnehmen, wie viele Podcasts braucht eine Serie? 5 bis 10 oder mehr? Erstmal, hallo Elke. ich würde so eine Serie schon so 7 bis 10 machen, glaube ich. Also es muss sich schon lohnen. Ja. Und iTunes braucht auch so ein bisschen Traffic, damit das Ranking gut ist. Also deswegen würde ich eher so Richtung 10 gehen. Die müssen auch nicht allzu lang sein, sondern da reichen wirklich so 10, 15 Minuten Episoden und das ist. Ich das könnte passt mir auch gut vorstellen, dass man das eben so als Einsteigerserie sieht für alle macht es Sinn, jetzt einfach mal einen Podcast zu starten? Ich habe jetzt, weiß ich nicht, im Hinterkopf, da gibt es ein paar Podcasts, die sind einfach nur, ein Event wurde mit aufgezeichnet und das sind dann irgendwie 10 oder 20 Folgen und dann war damit eben so ein komplettes Event, also wirklich eine Struktur drinne irgendwo auch. Qualität war nicht so berauschend, aber es hat ausgereicht, weil der Content eben auch gut war. Ja. Das gibt es, Seth Godin hat da zum Beispiel eine Serie, ich glaube nur mit 10 Folgen und danach dann eben nichts weiter. Könntest du dir sowas vorstellen oder ist es schon sinnvoll, dass man dann auch wirklich dran bleibt und immer wieder irgendwas produziert? Also bevor man vollmundig startet und sagt, ey, das ist mein wöchentlicher Podcast zum Thema Facebook-Marketing. Hier kriegst du wöchentlich neue Tipps, Tricks und so weiter. Und dann merkt man so, okay, die Frequenz ist so 7 Tage, dazwischen 8 Tage, 9 Tage. Und dann wird es 14-tägig und dann sagt er, ich habe ja eine wöchentlich gesagt, aber 14-tägig ist das reell. Und dann ist das einfach nur ätzend. So. Ja. Wenn du sagst, ey, das ist eine Miniserie und du kriegst jetzt hier von mir die 10 besten Tipps zum Facebook-Marketing, ja. Und das ist so für mich auch so ein bisschen Spielwiese und ich bin auch ganz ehrlich, aber ich mache jetzt hier 10 geile Episoden und wenn ich Bock habe, mache ich weiter. So, und dann kann man ja immer noch entscheiden, so am Ende der 10. Episode zu sagen, ich glaube, das ist nichts. Ich glaube, das ist in sich geschlossen und gut so. Mhm. Oder ich mache einfach weiter. Und das machen nicht wenige. Ne? Also ich habe letztens mit dem Turm Oberbichler gesprochen und er sagte, es war für mich auch so ein Testballon, ich mache mal so eine Miniserie und habe einfach nie mehr aufgehört. So, und das ist ein total probates Mittel. Und man kann trotzdem die Vorteile von iTunes einfach abgreifen, dass man da sichtbar und findbar ist, dass man eine neue Plattform bespielt. Und also ich mag dieses Konzept der Miniserien einfach total gerne. Mhm. Auch für Podcaster, die schon einen Podcast haben, ist das eine schöne Sache, zusätzlich zur eigenen Show nochmal was zu haben. Weil dann ist ja auch der nächste Schritt, das Ding nämlich dass man nämlich Hörbücher produziert, die man dann auch irgendwann verkaufen kann, auch gar nicht mehr so weit entfernt. Mhm. Und ich habe festgestellt, das kommt verdammt gut an, wenn man einfach eine in sich geschlossene Serie macht und die für Geld verkauft. Das geht auch. Okay, spannend. Was dann als Hörbuch quasi, genau. Also nicht dann auf iTunes oder so. Ja, warum nicht? Natürlich. Also es ist sehr einfach, ne? Wenn man einmal weiß, wie man so Episoden aufnimmt, wie man so seinen Stil gefunden hat. Ich habe so ein Thema genommen, ich habe mir meine Erlebnisse im Lean Startup mal skizziert, so was ich so gemerkt habe und so einige Tipps und Tricks, wie ich so rangegangen bin mit meiner Macke zur Unperfektion und so. Und das habe ich dann einfach mal als Produkt verkauft. Ne? Also einfach nur Audio, wie so eine Art Audiokurs oder so, ne? Ohne großartig Trara, eine Mindmap, die ich so runtergesprochen habe, mit klickbaren Links noch dabei und fertig war das Produkt. Ne? Und das geht ein paar Mal im Monat über den Ladentisch. Ist jetzt nicht viel Geld so, aber weil ich es jetzt auch nicht richtig vermarkte, aber das funktioniert. Ne? Also man kann auch mit einem Podcast, mit Podcast-Erfahrung, die man irgendwann einfach hat nach ein paar Episoden, auch Produkte kreieren. So, das ist dann so der nächste Schritt, aber ich glaube, jetzt galoppiere ich davon gerade, sorry. Nee, ich finde das gut. Also generell, definitiv kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das so funktioniert. Elke hat da nochmal so eine Zwischenfrage. Sie hat mehrere Themen. Ich verstecke gerade den Gordon hinter dem Kommentar, aber sie hat mehrere Themen wie Wirksamkeit, Rhetorik, Präsentationstechnik, Kommunikation und würde gerne mehrere Serien mit 10 Episoden machen. Vielleicht auch nur deshalb, weil ich kein Oberthema finde, finde ich auch gut. Ist das doof oder kann man das so machen? Dann mach das in Staffeln. Ich finde das gut, dann machst das in Staffeln. Genau. Und dann Leute dann heiß und denken, okay, jetzt habe ich das Thema Stimme gehabt, jetzt freue ich mich
in 5 Wochen auf das Thema Präsentation. Das ist eine coole Sache. Ich finde das auch gut. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Also die haben ja auch irgendwo miteinander zu tun. Kommunikation, Rhetorik, Präsentation und sowas alles. Das hat alles irgendwie miteinander zu tun. Und wenn man da für sich jetzt schon ein System gefunden hat, das man eben ganz gut anreißen kann, ist jetzt nicht so, dass du deinen kompletten Kurs, falls du schon einen Online-Kurs hast, dass du dann den kompletten Kurs da preisgibst umsonst. Mhm. Das ist eben nicht. Also du sollst anfüttern, ne? Und erstmal so ein bisschen. Das ist ja das Entscheidende, dass man trotzdem viel Mehrwert gibt, aber eben nicht alles. Ja, genau. Ja, ja, ja. Definitiv. Cool, Gordon. Wir erzählen schon viel länger, als ich eigentlich wollte und halten die Leute vom Feierabend ab. Ich kann allen nochmal wirklich ans Herz legen, sich Gordons Kurs anzugucken. Gordon, du startest wann mit deinem Kurs nochmal? Am 30.04. Okay. Ja, super cool. Und ums Eck quasi. Ja, das, ich finde das total spannend, weil du hast ihn ja jetzt auch schon zweimal gestartet. Also du hast da jetzt echt schon eine super Routine drinne und weißt auch, was funktioniert, hast von uns ganz viel Feedback bekommen. Und dieser Kurs war für mich auch mit den Teilnehmern so der beste Kurs für auch Feedback zu bekommen. Ne? Also du hast zum einen Feedback gegeben, aber auch alle anderen. Wir waren ja sehr viele schon im ersten Durchgang. Mhm. Das hat richtig Spaß gemacht. Also ich kann das allen empfehlen, die jetzt hier planen, Podcasts zu machen. Und bitte, bitte, bitte setzt euch ein festes Datum. Die Claudia hat das ganz clever gemacht. Die hat ein festes Startdatum gehabt und hat dann eine Pre-Liste gemacht. Also hatte wirklich dann eine Newsletter-Liste nur für den Podcast und hat die Leute dann auch informiert, wie sie vorankommt und hatte damit eben so diese Accountability, also wirklich den Druck, auch fertig zu werden. Das hätte ich mir auch machen sollen. Das war eine ziemlich smarte Idee von ihr, das ganz stimmt. Ganz clever. Finde ich total gut. Also absolut meine Empfehlung. Ihr findet den Kurs, also ich habe es mir jetzt katrinhill.com/podcastheld ist der direkte Link zu dem Kurs. Ich verlinke es aber dann auch hier nochmal in der Beschreibung. Elke sagt gerade, so ist Feierabend am schönsten. Das ist natürlich auch gut. Genau, sehr cool. Also sehr, sehr spannend. Ich finde das Thema super cool. Ich bin schon sehr gespannt auf meinen Podcast auf jeden Fall. Ja, und ich auf auch. Euer Feedback dazu. Ich werde den ganz groß launchen und muss jetzt erstmal schauen, dass ich da auf jeden Fall eine Routine reinkriege und mein Datum ankündige. Ja. Ich habe noch kein festes. Gordon, habe ich vorhin eins gesagt? Ich habe da noch was im Ohr klingeln. Warte mal, ich gucke nochmal. 12.05. Okay, die nagelt mich drauf fest. Okay. Tacker. Okay, alles klar. Super cool. Also, ich freue mich sehr. Vielen Dank, lieber Gordon. Wie findet man dich sonst? Wo sollte man hin, wenn man mehr von dem Thema erfahren möchte, wenn man nicht direkt gleich den Kurs mitmachen will? Also podcasthelden.de, ob jetzt mit Bindestrich oder ohne, ist auf jeden Fall schon mal eine Anlaufstelle. Da habe ich auch in der Seitenleiste noch so eine 10-teilige Miniserie, so, wo ich so mal die größten Fallstricke und Baustellen im Podcasting beleuchte. Kann man sich gerne dann für iTunes oder Android ziehen. Und das ist schon mal ein guter Einstieg, denke ich. Und natürlich freue ich mich über jeden, der sich committet, dann im diesem Jahr dann noch den Podcast am Start zu haben und bei Werde zum Podcast-Helden dabei zu sein. Super cool. Gordon hat auch seine erste Konferenz dieses Jahr am 13.05., wo ich leider nicht dabei sein kann. Ich bin bei einer Hochzeit, sonst wäre ich auf jeden Fall mit dabei gewesen. Ja. Aber sehr, sehr spannend. Also das Thema ist absolut im Kommen, wie man eben auch merkt. Also du bist ja auch nicht der Einzige, der auf dieses Pferd aufspringt, weil ich einfach sehe, dass Podcasts so gut funktionieren. Und dann sagen halt viele, wir hatten das Thema schon, müssen wir uns eine Nische suchen oder nicht? Und es ist genauso, wie viele Blogs gibt es denn? Das ist genau dasselbe, ja. Also da muss man auch nicht unbedingt die Nische finden, von daher. Nee, ich finde es sehr spannend und da muss man seinen eigenen Weg finden. Und ich danke dir sehr für das Interview, für die vielen Tipps. Super cool. Und euch wünschen wir auf jeden Fall einen ganz tollen Abend und bis bald. Tschüssi. Tschüss.